Noch bevor das Video anfängt, möchte ich euch kurz mitteilen, dass ich meine Kanalmitgliedschaften überarbeitet habe und es jetzt auch verschiedene Stufen gibt. Falls ihr den Kanal also unterstützen und euch auch individuelle Vorteile sichern wollt, dann seht euch die Mitgliedschaft doch mal an. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Darth Sidious, auch bekannt unter seinem bürgerlichen Namen Sheev Palpatine, gilt als der mächtigste Sith Lord, den es im kanonischen Star Wars Universum jemals gegeben hat. Aber ist seine Macht völlig auf die dunkle Seite beschränkt? Wie mächtig wäre Palpatine wohl geworden, wenn er sich der hellen Seite zugewandt hätte? Hierbei müssen wir aber den Fakt berücksichtigen, dass es ziemlich sicher unmöglich wäre, Palpatine zum Zeitpunkt, als er bereits der dunklen Seite verfallen ist, auf die helle Seite zu bekehren. Darth Sidious ist eine Person, die sich voll und ganz dem Bösen verschrieben hat, auch ständig dafür belohnt wird und höchstwahrscheinlich eine Persönlichkeitsstörung aufweist, die diese Eigenschaften ergänzen. Er ist nun mal die Inkarnation des Teufels in Star Wars, die lebendige Verkörperung des Bösen. Aber was wäre, wenn sich Palpatine vor seiner Ausbildung mit Darth Plagueis der hellen Seite zugewandt hätte, wenn er zum Beispiel von den Jedi entdeckt worden wäre? Er wäre ein Padawan geworden und hätte sein doch ziemlich hohes Machtpotenzial in der hellen Seite entfalten können. Sein Lichtschwertkampf wäre auf einem ähnlichen Niveau gewesen, als wenn er ein Sith geworden wäre, da sich hier nicht viel unterscheidet. So hätte er wahrscheinlich auch als Jedi alle 7 Lichtschwertkampfformen gemeistert. Den großen Unterschied würden aber die Machtfähigkeiten machen, denn so etwas wie die mächtigen Machtblitze ist logischerweise auf die dunkle Seite begrenzt. Und im Kanon gibt es nur wenig starke, helle Machtfähigkeiten. In Legends hätten wir auch so etwas wie die Mauer des Lichts, welche es den Anwendern ermöglicht, die dunkle Seite in einem gewissen Bereich zu vertreiben. Somit waren Jedi sogar in der Lage, jemandes Verbindung zur Macht zu trennen. Sein Lebensstil und Philosophie, nach der er leben sollte, hätte sich auch stark geändert. Die helle Seite lebt von Harmonie und kämpft für Frieden sowie Gerechtigkeit. Alles Eigenschaften, mit denen Palpatine bereits bevor er ein Sith bzw. ein Jedi wurde, nicht viel anfangen konnte. Schon von klein auf war er sehr energisch und wollte sein Ziel um jeden Preis erreichen. Rücksichtslos auf Verluste nahm er dabei kaum. Es war ein leichtes für Palpatine, die Leute um ihn herum auszuspielen, sodass er am besten dasteht. Ein Benehmen, welches ganz und gar nicht in den Jedi-Orden passt, weshalb wir auch schlussfolgern können, dass Palpatine auf gar keinen Fall einen guten Jedi und somit auch keinen guten, helle Seite Machtnutzer abgegeben hätte. Aber wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie mächtig ein dunkle Seite Yoda oder ein dunkle Seite Mace Windu wäre, dann könnt ihr hier rechts klicken. Und klickt ihr links, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen, denn dort gibt's tägliche Star Wars Fakten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.